Hallo und herzlich willkommen auf der Landwehrkanal im Landwirtschaftssimulator 2015 zusammen mit Nico und Freddy. Schönen guten Abend. Ja, und wir sind auf der Landwehrkanal für ein neues Projekt. Ich glaube, ich habe in den letzten 30 Tagen keine Nachricht so oft bekommen wie: Wann kommt mal wieder LS? Weil es ist tatsächlich schon über einen Monat her, dass wir das letzte Mal gespielt haben, Nico. Oha. Krass, ne? Also im Endeffekt, den kompletten Januar kam jetzt kein LS. Und ein bisschen sogar vom Dezember. Und jetzt geht es hier weiter auf den Landwehrkanal. Wir spielen jetzt mit Zollmod. Das bedeutet, alles wird ein bisschen komplexer. Aber wir haben auch gesagt, dass wir, ja, ich sag mal, im Vergleich zu Tourverse und so weiter nicht mehrere hundert Folgen wahrscheinlich hier bleiben werden. Also wir wollen schon eine ganze Weile hier bleiben, aber halt nicht so ewig. Und das Problem ist einfach, dass wir dann auch schwer, also wenn wir auch schwer spielen würden plus Zollmod, würden wir recht wenig Geld verdienen. Wir haben uns jetzt überlegt, wir spielen auf Mittel, das bedeutet, wir bekommen schon einiges mehr an Geld durch Verkäufe und so weiter. Wir starten jetzt auch mit 4 kleinen Feldern statt mit 2, sodass wir am Anfang ein bisschen schneller von unserem Equipment wegkommen werden, und das ist auch vonnöten. Ich glaube, wir zeigen das Equipment mal ein wenig. Nein, das wollen die gar nicht sehen. Soll ich die in den Schuppen zulassen? Sollen wir es lieber mit der Handfläche beackern? Warte, ich stell mich davor, dann sieht man es nicht. Ja. Ich glaube, dieses hässliche Gesicht sieht man natürlich alles. Ich meine, das Ding ist nicht breit, aber so breite Schultern hast du dann doch nicht. Also, wir haben hier den schönen Selbstfahrer-Bucherladewagen, den man aus dem Klassiker-DLC kennt. Das Ganze ist, mittlerweile muss man ja fairerweise sagen, Giants hat ja das Klassiker-DLC für den LS15 rausgebracht, offiziell. Wir haben hier noch die nachgemachte Version, die vor 3-4 Monaten rauskam. Ja, auf jeden Fall, glaube ich, nicht weniger gut. Wir hatten das schon alles so vorbereitet und werden das jetzt so weiter benutzen, wenn es damit mal Probleme geben sollte. Tauschen wir halt um. Vor allem die Bildner sind schöner. Ja, vor allen Dingen der hier mit diesem Rohr, mit der Rohrkabine. Mit ja, so Plane. Aber auch der andere hinten mit dem Überrollbügel, total schön. Überrollbügel? Der Frontlader hat einen Überrollbügel. Ach so. Ach ja, stimmt, genau. Auf jeden Fall haben wir hier erstmal ein bisschen Maschinen. Wir haben ein paar kleine Sämaschinen, 2 Stück an der Zahl, 2 kleine Grubber. Wir haben 2 Krone Emsland-Kipper. Ich weiß nicht, ich liebe diesen Kipper. Und das wir haben anstatt nur einen Flug, haben wir 3 Flüge. Anstatt einen Kipper haben wir 3 Kipper. Wir haben noch ein Wasserfass. Ja, genau. Also der normale, also jetzt der Original, das Add-on ist weniger umfangreich als der Mod. Ja. Trotz gleicher Maschinen. Und um Nico ein wenig zu befriedigen, haben wir tatsächlich einen 955, einen IHC. Der muss erst zugelassen werden. Jo. Und, Wie es dem IHC, gemacht werden muss, muss er durchklicken von den Kennzeichen. Werbe auf. Muss er natürlich ein Kennzeichen haben, was ihm würdig ist, ne? Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Dauert gerade noch einen Moment. Aber ich kann schon mal verraten, wenn man sich die Maschinen anguckt, der IHC ist jetzt ja auch nicht neu, aber das neueste von unseren Geräten und das stärkste mit knapp unter 100 PS. Dazu dann passendes 3-Meter-Equipment, beziehungsweise ich glaube 2,80 Meter oder sowas hat der Grubber. Auf jeden Fall recht kleines Equipment. Der Bauer, den dieser Hof vorher hier gehört hat, der hatte nämlich das, ja, der war auch eher etwas betagt, ist wohl jetzt auch dahin geschieden. Jetzt haben wir den Hof hier übernommen, aufgekauft. Ist das der gute NI für Nico? Nein, das ist NI für Nienburg. Ah, okay. Es ist ein Landkreis weiter von mir. Okay. Und dann, ich kenne nämlich jemanden, der hat 2 IHCs auf NIHC laufen. Einmal den NIHC10 und einmal den NIHC13. Und das ist der Elfer jetzt? Das ist jetzt der Elfer. Ja, auf jeden Fall hatte der Bauer halt wenig Geld, hat nur noch so seine alten Maschinen hier benutzt, die er schon seit gefühlten 100 Jahren hat. Und hat ernten lassen, immer vom Lohnunternehmen machen lassen. Das wollen wir jetzt nicht so fortführen. Hier gibt es zwar ein Lohnunternehmen, aber das werden wir dann nicht mit unseren Aufträgen belasten, sondern wir haben uns tatsächlich einen Drescher gekauft. Klar, so ein Drescher ist schon eine große Investition. Dementsprechend haben wir jetzt auch maximal Kredit aufgenommen. Weil so ein Drescher kostet doch ein paar Taler. Wir laufen jetzt mal runter zum Händler und schauen uns den an. Es ist auf jeden Fall ein High-Premium-Produkt. Richtige High-End-Klasse, würde ich sagen. Viel mehr geht da nicht. Die Spiegel gehen richtig gut. Nagelneu ist das ganze Ding quasi. Also,
nicht nur nagelneu, es ist... fast von der Agritechnica. Genau, fast von der Agritechnica. Kleines bisschen Flugrost und ein bisschen Staub ist noch dran. Hat sogar aber noch geölte Reifen. Geölte Reifen, ja, der ist noch hier so dieses typische, Glanz, diesen Reifenglanz-Spray haben sie drauf geknallt noch. Das ist voll geil, das haben wir auch auf der Arbeit, das ist der, boah, das ist der so ekelhaft. Das ist so geil. Ja, das glänzt dann halt schwarz, das ist bläh. Aber du musst nicht den ganzen Tag putzen. Einfach Glanz-Spray drauf. Das war im Fahrradladen damals, als ich Praktikum gemacht habe, auch immer so, ja, mach mal das Fahrrad sauber. Denke ich mir so, ja gut, das kann ein paar Stunden dauern, wenn ich das so mache, wie ich das zu Hause mache. Hier Glanzspray, Mikrofaserlappen, 5 Minuten drüber. Ja, wie gesagt, und ein Mähdrescher ist dann doch ein bisschen mehr Fläche und mit diesem Glanzspray ist das einfach Arbeitserleichterung. Genau, wie wir jetzt schon unseren Drescher sehen können. Boah, die Landwehrkanal, das ist auch schon so ein richtiger Klassiker, obwohl die jetzt bei mir, die wurde schon ordentlich gespielt, aber nie so richtig hart intensiv. Ja. Rosselmarsch Niva. Ein richtiges Schätzelein. Neuestes Modell. Neuestes Modell, ja, wirklich. Also es ist ein aktuelles Modell hier, wirklich. Es ist, also, wir haben halt quasi ganz unten ins Regal gegriffen, aber immerhin neu. Eine Gebrauchmaschine. Die Gebrauchmaschinen, die im Umkreis waren, hatten einfach zu viele Stunden und hätten zu viel durchreparieren müssen und ja. Deswegen das schöne Schätzchen hier. Ja, und im Endeffekt lieber vielleicht was Neues, wovon wir eine Weile was haben und dann weniger Reparaturkosten und so weiter. Ja. So, aber ich würde vorschlagen, wir haben auch ein paar Kühe, die sind noch so ein bisschen... Die verbringen noch ihren Lebensabend so ein bisschen bei uns. Mal gucken, ob wir da irgendwann aufstocken, dass sich der Betrieb da mal ein bisschen erneuert. Aber ja, die brauchen auch auf jeden Fall ein bisschen geschnittenes Gras. Darum könntet ihr euch mal als erstes kümmern. Und gut, Nico, wer schneidet? Du, ich? Ihr könnt beide. Wir haben zwei wir Balken. Beide. Du nimmst den Güldner, ich nehme den Deutz, weil der Güldner-Fan. Deutz zwar auch nicht, aber es muss dann eben sein. Kennt ihr diesen Vergleich? Es gibt so ein Video, da schneidet jemand mit so einem, also da ist irgendwie so ein Sitzrasenmäher, 100 Quadratmeter Rasen, dann halt so ein normaler zum Schieben, ne? Und ein Typ, der mit so einer Rasenkantenschere den ganzen Rasen schneidet. Und dann haben die irgendwie so einen Zeitvergleich gemacht. Und quasi unser Mähbalken liegt da dann irgendwo zwischen normalen Mäher und gar nichts. Wo stehen denn unsere Schätzelein? Die stehen in derselben Scheune, wo der Bucherladewagen steht. Den ich natürlich schon freundlicherweise rausgefahren habe. Ja. Boah, ein Rückwärtsgang mit 6 km/h, das träumt man da. Da träumt man jede Nacht von, ey. Ich muss sagen, hier so vom Feeling her, der Rosselmarsch Niva fühlt sich gar nicht so schlecht an. Also ich muss sagen, ich glaube, alleine für den D80 luftgekühlt, würde ich mir das sogar das auf meinen Server ziehen. Einfach weil der D80 luftgekühlt echt einer der schönsten ist. Ich mag den D80 extrem gerne und da liegt auch noch richtig Leistung an eigentlich. Ja, 80 PS, ne? Ja, und das ist für so eine alte Möhre richtig was. Ja, wie gesagt, also ich finde auch, ja, der macht was her, da kann man echt mit arbeiten. Also ich weiß jetzt nicht arbeiten, aber ich sag mal, den kann man eigentlich zum Schafwolle wegbringen oder sowas, kann man den bestimmt nehmen. Das ist doch bestimmt ganz lustig. Ja. Also vorwärts ist der gar nicht mehr so langsam, aber rückwärts. Ja, oh. 6 km/h, ne? Rückwärtsgang, kennst du doch. Ich würde mal sagen, keiner von uns beiden nimmt auf, also in einem Vario würde ich jetzt sagen, Hebel bis Anschlag. Ja gut, wie viel schafft ihr dann mit Mähbalken? Auch nicht so extrem viel, oder? Also das, was man mit Mähbalken in echt auch fahren könnte, wenn die Wiese steinfrei ist. Ja, wobei man muss natürlich so sehen, eigentlich hat der Mähbalken, damit kannst du ja eigentlich wieso richtig drüber donnern. Ja, natürlich. Das ist ja keine aufwendige Nur Technik. Eben beim Mähbalken ist es das, du darfst keine Unebenheiten oder Steine oder so da musst du darauf achten, da musst du langsam fahren. Ja. Und sonst haust du dir dein Messer kaputt. Locker, sonst kannst du mit dem Mähbalken locker 18 km/h fahren und wir fahren jetzt 20, also. Ah, passt schon. Natürlich, und es sind 80 PS an einem alten Mähbalken, ne? Musst du so sehen. Den haut's auseinander. Könnte gut passieren, ja. Ich weiß nicht, hat so ein D80 eigentlich schon eine 1000er Zapfwelle? Ich glaube nicht. Wir müssen das jetzt oder? Leider so machen, Freddy. Ich fahr, ich muss jetzt so fahren. Obwohl von der Leistung her, also die Leistung wäre wohl nicht das Problem für eine 1000er Zapfwelle.
80 Nein, auf PS. Keinen Fall. Frage mich nur, ob der schon eine hat. Darum geht's. Ja. Ich glaube nicht, dass er eine hat. Ja, ich glaube auch nicht. Ich google das gleich mal. Das interessiert mich jetzt. Und die so. 80 ist schon nichts Kleines, ne? Das ist schon ein großes Ding. Für die damalige Zeit auf jeden Fall. Du musst überlegen, das Ding hat einfach nur 15 PS weniger als der IAC, ne? Ja, und das einige Zeit vorher. Ja. Boah, der Niva, den stelle ich mir immer so auf 7 km/h ein beim Dreschen. Ja, das solltest du, obwohl, mach mal lieber auf 6 km/h. Boah, das ist, obwohl, der fährt eh nur 6, wenn ich 7 einstelle, sehe ich gerade. Ja gut, dann passt das doch. Perfekt. Sind alle zufrieden. Muss auch sagen, der Niva ist halt eigentlich auch irgendwie ganz cool. Der ist ja asynchron gebaut. Halt die Kabine ist auf der quasi äußeren Seite, wenn man am Feld fährt. Und dadurch ist man halt schön mit der Seite, wo man halt so ein bisschen darauf achtet, wie viel man mitnimmt, ist man dann ja schön an der Kante. Sie hat das Ganze schön im Auge. Ja. Entspricht zwar nicht den europäischen Standards, aber... Ja gut, ganz ehrlich, es ist aber praktisch, dadurch, dass er so ein kleines Schneidewerk und so hat, du kannst, also das ist wirklich ein Drescher, wo ich sagen würde, okay, da kannst du auch mal 100 Meter mit über die Straße fahren, wenn du vorher guckst, dass du kein Auto da in der Quere Natürlich. Hast. Natürlich. Obwohl, ich glaube, der entspricht nicht 3 Meter Breite, ne? Nein, der ist etwas größer, aber nicht viel. Also klar, wenn da jemand nachmisst, ist das illegal, aber das ist noch so eine Größe, da kannst du das vertreten, nicht irgendwie so ein... Manchmal, ja, kennst du ja, wir haben das ja auch schon mal mit 6 Meter Schneidewerk oder 7 Meter so, nach dem Motto, ja komm, die 100 Meter Straße gehen. Aber bei dem hier ist es... Ich kenne aber auch viele Unternehmen, die machen das in echt. Ja, gerade wenn die Felder quasi nur einmal über die Straße... Einmal über... obwohl, bei uns ist es eigentlich so 200 Meter. Ja gut, 200 Meter gehen vielleicht auch nicht, solange du jetzt nicht mehrere Kilometer fährst. Ja, nein, das geht ja gar nicht. 6 Meter Schneidewerk kannst du ja gar nicht. Weil mit einem 6 Meter Schneidewerk haben wir schon bei uns, das geht, das kennt man alles. Gut, für 200 Meter 20 Minuten Arbeitszeit ist auch ein bisschen übertrieben. Ja, das macht natürlich Aufwand. Ja, Schneidwerk ankuppeln, abkuppeln, bist du mit 10 Minuten mit ankuppeln, bist du dabei. Ja. Da werden sich einige gerne die Arbeit sparen. Aber ich muss sagen, klar, es ist ein sehr, sehr kleiner Drescher, aber der passt halt im Endeffekt aktuell auch noch zu unserem anderen Equipment. Und wir sparen uns ja eh mit der Zeit quasi nach oben. Wir spielen ja auf Mittel, das sollte alles nicht so ewig dauern. Und dementsprechend sollten wir in einem halben Jahr wirklich wieder auf einer sehr, sehr großen Klasse sein, sag ich mal, von den Geräten her. Ja, das schaffen wir. Wobei man ja sagen muss, dass wir eigentlich die Höfe beibehalten wollen. Also wir wollen einfach nur die Maschinen dann auf größere Höfe stellen. Ja, im Endeffekt, man behält den alten Kleinhof, aber man ist halt mehr oder weniger auch noch hier daheim. Das Einzige ist, es werden nicht alle Maschinen behalten, weil das einfach map-technisch nicht tragbar ist. Ja, ich sag mal, ich würde zum Beispiel, glaube ich, den D80 behalten oder den Güldner. Obwohl, ich glaube eher den D80. Ja, so auf dem Hof kann man ja auch beide behalten. Es geht nur darum, dass du nicht alles behältst, weil auf dieser Map ist es einfach von der FPS nicht tragbar. Ja. Auf der Klettenberg kannst du es ja ruhig machen, das hat Freddy auch schon bei mir gesehen. Aber zum Beispiel... Ja, mit Fahrzeuge ohne Ende. Wir können den IAC ja weiter benutzen, hier oben als Kuhschlepper zum Beispiel. Obwohl, später. Den würde ich tauschen im Ernst. Gegen welchen? Den 1055, meine Version. Wobei, ich sag mal, zum Beladen vom Mischwagen und so. Und vielleicht mal einen Einachs-Ladewagen. Gerade deswegen. Ist der zu niedrig, oder was? Nein, aber der hat einfach nur den Klink-Frontlader. Der andere hat einen HG-Frontlader und all sowas. Ach scheiße, Klink ist nervig, ja. Deswegen einfach den 1055, haben wir noch ein bisschen mehr PS. Können wir noch auch mehr mitmachen und dann ist so alles super. Ja. Nur dann wollen wir halt schauen, wir werden jetzt nicht, gerade auch beim Drescher jetzt nicht sagen, als nächstes kaufen wir uns einen 87 Terra-Track, sondern wir schauen dann vielleicht mal nach einem Lexion oder sowas, also nach einem ganz kleinen, mit 5 Meter oder sowas. Ja, mal schauen, je nachdem. Mega mit, was sind das, 6,60 Meter? Ja, das sind es glaube ich 6,60 Meter. Da muss man dann halt nur wieder gucken, wie das mit dem Preis ist, weil die gebrauchten Mods sind halt häufig so günstig, dass das eigentlich schon wieder nicht so schön ist.
Dann kriegt man die Dinger wieder so geschenkt, weißt du? Gut, stimmt, natürlich. Das ist auch doof. Müssen wir halt irgendwo einen Kompromiss finden. Ja, oder wir nehmen die für dieses Lexion 500er Pack oder New Holland. Ach, da kriegen wir schon was auf der Reihe. Auf jeden Fall. Mir wäre halt auch auf Dauer ehrlich gesagt wichtig, dass wir ein schönes, ich sag mal, ja, ich weiß gar nicht, was. Klar, so ein 700er Fendt oder sowas, aber halt so, so die mittlere Klasse um 200 PS auch so ein ordentlich abgedeckt kriegen, unten am Fachwerkhof schon, so würde ich sagen. Ich hab da ein paar schöne. Ja, wir finden da auf jeden Fall was. Ich merke nur mal an, 6R John Deere. Ja, 6R ist zum Beispiel auch so eine Sache, oder vielleicht gibt's ja bis dahin nochmal einen 7R, einen guten. 200 PS ist 6R. Kriegst du nicht auch noch 7R mit? 7, ja. 7210 oder sowas? Nee, 6210 ist das. Das ist der größte 6 von John Deere. Okay. Ich hätte aber einen schönen 7R. Geht aber eher auf die 300 PS. Ja, mach schauen. 7280R. Den kenne ich, glaube ich. Der ist schön. Ja. Ah, die sind beide schön. Und dann natürlich das Highlight von den Hirschen. Der 8R, der große, die, auf Dauer. Ja, das ist kein R, das ist immer... das ist ja noch ein 8000er, ja. Wie du das jedes Mal so... Ja, 8R. Ja, weiß nicht, also wenn ich an 8R denke, beziehungsweise an 8000er, muss ich halt immer an diesen geilen 8R, ich glaube von Timber damals, denken. Ja. Der ja doch sehr, sehr geil war im 13er, der Mod. Obwohl, im Ernst, wenn du die jetzt nebeneinander stellst... Wenn du den anderen auch auf LS15 konvertieren würdest und alles und Texturen anpassen ja, würdest. Ja, der jetzige ist geiler. Ich schätze mal, der von Sotillo schlägt einfach. Der müsste deutlich geiler der sein. Rasiert. Ja, der ist, das Ding ist einfach ein Schätzchen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch einen super geilen Anhänger für Ballen, für die ersten paar. Richtig geilen. Da wirst du dich freuen. Bin mal gespannt. Kennst du den Original Brandner? Ja. Den umgebaut als Pritschenwagen. Mit Maus-Control-Steuerung an der Deichsel, dass du die Klappen runter machen kannst. Okay, klingt interessant. Könnte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ist, für so ein paar Ballen reinholen sollte ja von der Größe her auch reichen. Das ist der, den ich... Nee, das war der Püringer. Das ist der große. Der kleine Brandner, der jetzt der im Original drinne war im Spiel. Mhm. Den, genauso wie er da ist... Nur, dass du die Flachten links und hinten runterklappen kannst mit Maus-Control an der Deichsel, wenn er angekuppelt ist. Gehen vielleicht 6-7 Ballen drauf. Aber für den Anfang finde ich das voll cool. Das ist kein schlechtes Gerät. Nein, auf keinen Fall. Gerade so, ich sag mal, wir haben jetzt nicht die mega vielen Kühe. Wir werden da unser Stroh reinschmeißen. Den Rest vom Stroh werden wir, denke ich, verkaufen, gerade am Anfang. Und ja, einen Teil einlagern fürs lose Lager, wenn wir mal mischen. Mal schauen, wie wir das alles so deichseln. Ja, aber ich weiß nicht, das fände ich als Anfangsballenwagen, wäre das eine richtig coole Sache. Ja, halt sowas Kleines. Ja. Und später kann man dann ja immer noch gucken, wenn man jetzt wirklich irgendwann auf dem Lohnunternehmenhof ist und mit seinem 8000er irgendeine dicke Presse hat wie die Ultima oder so, dass man dann einen richtig ordentlichen Ballenwagen nimmt. Ja. Aber da finden wir auf jeden Fall schon ein paar schöne Sachen. Jedenfalls. Und das Schöne sollte eigentlich auch sein, dass wir vom Geldfluss, solange wir den Ertrag von den Feldern nicht komplett ruinieren, ja, eigentlich auch ganz gut hinkommen sollten. Also, dass wir, gerade wenn wir jetzt Stroh verkaufen und so weiter, das bringt dann auch wieder, weiß ich nicht, 10.000 für alles, was ja an Stroh auf den Feldern liegt. Dann kann man schon irgendwann mal wieder über irgendeine Kleinigkeit nachdenken. Ja, ich glaube, man kann sich hier echt ganz gut über Wasser halten auf Mittel. Ja, mal gucken, wie schnell das geht, ne? Zur Not begrenzen wir das auch. Ja, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, in 2-3 Monaten merken, oh, wir sind ultra schnell, dann könnten wir immer noch sagen, gut, wir gehen jetzt auch schwer. Aber ich glaube, das wird so schnell nicht passieren. Ich glaube, das ist ein angenehmer Schwierigkeitsgrad für das, was wir vorhaben. Da muss man gucken. Leicht ist halt schon wieder so, dass man einfach mit Geld totgeschmissen wird, mehr oder weniger. Auf jeden Fall, obwohl ich ja auf der Klettenberg auch echt gedacht habe, dass das... anders läuft, aber kann natürlich daran liegen, dass ich schon mit recht großen Maschinen angefangen habe, aber ich werde auch recht gut mit Geld behäuft. Also pro Tag, den ich einfach nur durchspule, dank den Kühen, wenn die voll alles Futter haben, bekomme ich dort, lass mich lügen, 65.000 und ein paar gequetschte.
bei 50 Kühen oder so. Also das geht auch richtig voran. Ja, das deswegen ist schon habe ich so ein bisschen hier. Bedenken hier im Moment. Ja, mal schauen. Wir müssen ja erstmal so ein bisschen, ich sag mal, wenn wir von der kleinen Oldtimer-Klasse jetzt gerade weg sind, können wir mal gucken, wie viel Geld wir dann wirklich mit größeren Geräten verdienen. Und wenn das zu viel ist, kann man dann immer noch einschreiten. Aber ich sehe gerade noch was anderes. Wir haben heute sogar ein bisschen Überlänge. Und ja, erste Folge, da kann man sich das ja mal gönnen. Wir haben jetzt schon nämlich über 20 Minuten. Was? Ja, das, manchmal ist das so, ne? Da denkt man, wo ist denn die Zeit hin? Naja, eigentlich nicht nur manchmal. Mir geht das in letzter Zeit mega oft so. Aber, ja, ich hoffe, es hat euch gefreut, mal wieder nach über einem Monat ein LS-Video von mir zu sehen. Im Moment kommt jetzt sowieso ja wieder etwas mehr, wegen American Truck, der ja noch gerade rauskam. Dafür wird wahrscheinlich der Bausimulator nicht mehr so ewig laufen. Da machen wir noch die Mission, die wir noch nicht gemacht haben und dann werden wir damit, denke ich, aufhören. Ja, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann findet ihr das Video gut. Tschüss. Tschüss.